Unter dem Motto Herzensangelegenheiten wurde im Sächsischen Gemeinschaftsdiakonissenhaus Zieren in Aue am letzten Wochenende im Juni das 103. Jahresfest gefeiert. Etwa 100 Besucher waren am Sonnabend bei einer Open-Air-Veranstaltung auf der Parkwiese dabei. Auf der Bühne trat mit einer Gitarre um den Hals Klaus Göttler in Aktion. Der Mann ist seit Anfang 2020 Generalsekretär des Deutschen EC-Verbandes, entschieden für Christus. Göttler ist dabei nicht nur Theologe, sondern auch Musiker, Autor und Herausgeber verschiedener Bücher und DVDs. Sonntagvormittag gab es einen Gottesdienst und am Nachmittag einen Festgottesdienst. Auch da war Klaus Göttler im Sächsischen Gemeinschaftsdiakonissenhaus Zieren in Aue als Gastredner mit dabei. Außerdem bereicherten der Posaunenchor und der Mitarbeiterchor das Programm. Auf Kinder warteten eine Hüpfburg und eine Spielstraße, auf Jung und Alt Zuckerwatte und ein Eiswagen. Für Oberin Karin Hitze war die Veranstaltung das erste Jahresfest in dieser Funktion.